Guten Morgen. Der Wochenspruch für heute finden wir in Galater 6, Vers 2. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ein paar Abkündigungen möchte ich aufheben. Das Dankopfer am vergangenen Sonntag für theologische Ausbildung betrug 9.569 Rand und heute ist das Dankopfer für unsere Gemeinde bestimmt. Bitte merkt euch die Gottesdienste, die nächste Woche kommen, ein englischer Contemporary Service im CC und dann ein English Traditional Gottesdienst hier mit Abendmahl. Wir heißen Colleen Crooks willkommen in unserer Gemeinde hier. Sie hat sich die Gemeinde angeschlossen und wir beten, dass sie wirklich zu Hause hier fühlt bei uns. Und die Losungshefte und Andachtsbücher für nächstes Jahr können jetzt bestellt werden. Die Details wurden schon an die Gemeinde auf die WhatsApp-Gruppe geschickt. Aber wenn jemand noch mehr Info braucht, können Sie sich bei Mary Lee melden. Hinten auf die Abkündigungszettel findet ihr so ein Graph oder ein, da kann man ein bisschen mehr Informationen finden, wo unsere Contributions stehen, wie viel haben wir, wo sind wir kurz und so weiter. Alle, die Abendmahl heute in ihre Bänke feiern wollen und noch ein von diesen Päckchen braucht, bitte die Hände hoch und Andrew wird euch eins geben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen jetzt zusammen das erste Lied, 155, die Verse 1 bis 4. Bitte bleibt sitzen. Wir beginnen mit einer Zeit der Beichte. Wir feiern heute das Heilige Abendmahl und wir wollen uns darauf vorbereiten. Hesekiel 34, Vers 16 spricht, so spricht der Herr, ich will das Verlorene suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. In diese Worte finden wir uns alle.
Verlorene, Verwundete, schwach. Und lass uns jetzt vor Gott kommen und in der Stille unsere Sünden bekennen. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir in Sünde gefangen sind und uns nicht selbst befreien können. Wir haben gegen dich gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch das, was wir getan und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unsere Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Deines Sohnes Jesu Christi willen, erbarme dich unser. Vergib uns, erneuere uns und leite uns, dass wir Freude haben an deinem Willen und auf deinen Wegen gehen zur Ehre deines heiligen Namens. Amen. Vor dem heiligen Gott frage ich einen jeden von euch. Bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünden? So antworte ja. Ja. Begehrst du die Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi? So antworte ja. Ja. Bist du bereit, den Menschen zu vergeben, die dir etwas schuldig geblieben sind? So antworte ja. Wie ihr glaubt, so geschehe euch. Der allmächtige Gott hat sich euer erbarmt. In Kraft des Befehls, den der Herr seine Kirche gegeben hat, verkündige ich euch die Gnade Gottes. Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was Gott euch in der Taufe gegeben hat, Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht des Bösen. Das wird euch heute neu geschenkt. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Ich bitte euch jetzt zu stehen. Wir beten zusammen mit Worten aus Psalm 42. Das findet ihr unter die Nummer 723. Ich werde anfangen und ihr antwortet mit den eingerückten Zeilen. Wie der Hirsch leckst nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum musst du traurig werden, wenn mein Feind mich kennt?
Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, was gut ist, und doch tun wir immer wieder das Gegenteil. Wir alle kommen zu dir, weil wir deine Hilfe brauchen. Zeige uns den Weg des Friedens. Führe uns auf den Weg, der uns das Gute tun lässt, das du uns gezeigt hast. Dieses bitten wir, Jesu, in deinem Namen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. Die Epistellesung für heute, der vierte Sonntag nach Trinitatis, finden wir in Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes beachtet gegen jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gibt Raum zu Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihm, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinen Haufen sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Hier endet die Lesung. Halleluja,
Ihr dürft euch setzen. Ich bitte alle Kinder, die zum Kindergottesdienst gehen, mit mir zu kommen. Das Evangelium für heute finden wir in Lukas Evangelium, Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergibt, so wird euch vergeben. Gibt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte aber auch ein Gleichnis. Kann ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in der Grube fallen? Der Jünger steht nicht über den Meister, wenn er vollkommen ist. So ist er wie sein Meister. Was siehst du den Splinter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halte still, Bruder, ich will dir den Splinter aus dem Auge ziehen und du siehst nicht selbst den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sehe dann zu, dass du den Splinter aus deines Bruders Auge ziehst. Hier endet die Lesung. Lasst uns jetzt mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Liebe Jesus, du bist das lebendige Wort. Du hast uns das schriftliche Wort geschenkt, uns zu begleiten, uns zu stärken. Und Heiliger Geist, du sprichst dadurch. Und wir bitten, Herr, dass du in unsere Herzen sprichst. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich weiß, da sind manche von euch, die euer Leben lang schon fast in das gleiche Haus leben. Wer wohnt schon 50 Jahre in das gleiche Haus? Da sind sicher so ein paar, oder wenigstens 40 oder 30.
Aber wenn man in ein Haus reinzieht, dann guckt man gleich, wo man bestimmte Möbel hinpackt. Der Ofen geht nicht im Zimmer rein, im Schlafzimmer rein. Der Eisschrank passt nicht in die Badezimmer, im Badezimmer rein. Man richtet es so ein, wie, wo man, dass man da drin leben kann. Aber man tut dann auch so ein paar Gemälde und Bilder, sodass es auch schön aussieht. Ich bemerke immer meine Kinder, ab und zu wollen sie dann ihre Zimmer neu dekorieren. Und jetzt, wo sie über Amerika denken, eine der Sachen, wo sie irgendwie Freude oder Frieden finden, ist, sich einzubilden, wie ihr Zimmer aussehen wird. Und sie wollen es dann so einrichten mit den Farben, die sie gerne haben, Bilder, Lampen oder einfach Decken, die sie genießen. Aber es ist auch ein kleines Zeichen von wer sie sind. Es ist sehr wichtig für sie. Und ich denke, wenn wir nun in ein Haus reinziehen, wenn irgendjemand in ein Haus reinziehen würde und es ist einfach voll rubbish. Ich glaube, keiner von uns würde wohl da drin wohnen. Das Erste, was wir tun würden, ist einfach alles rausschmeißen. Putzen, säubern, Staub, Schmutz, alles, dass es sauber ist. So dass wir da drin wohnen können. Gemütlich. Und das ist auch eine kleine Extension von uns selbst, das Haus, wie es aussieht und wie wir es einrichten. Und darüber ist unser Text heute eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet alle einen Zettel bekommen. Die Predigten waren auf der Bank und auf dieses kleine Tisch mit dem Abkündigungszettel war auch so ein Pamphlet mit dem Text und ein Bild von dem Tempel. Wenn ihr eins haben wollt, könnt ihr gerne eins jetzt holen. Es ist einfach für mich eine Hilfe. Ich bin eine Person, ich will lieber was sehen als nur hören. Das hilft mir immer was. Ich lese jetzt aus 1. Könige 6. Ich habe nicht den ganzen Kapitel, ich habe einige Verse einfach rausgenommen und die wichtigsten Verse drin gelassen. Der Bau des Tempels. Im 480. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägyptenland wurde das Haus dem Herrn gebaut. Das Haus aber, dass der König Salomo dem Herrn baute, war 60 Ellen lang, 27 Meter, 20 Ellen breit, 9 Meter breit und 30 Ellen hoch, 13 Meter hoch. Es war höher, als es breit war. Und er baute eine Vorhalle vor der Tempelhalle des Hauses, 20 Ellen oder 9 Meter lang nach der Breite des Hauses, und 10 Ellen breit, also 4,6 Meter breit, vor dem Hause her. Und er machte am Hause Fenster mit festen Stäben davor. Die Tür zum unteren Seitengemach war auf der rechten Seite des Hauses. Über eine Wendeltreppe ging man hinauf auf den Mittelgang und vom Mittelgang auf den dritten. So baute er das Haus und vollendete es und er deckte das Haus mit Balken und Tafelwerk von Zedern. Und er baute Gänge um das ganze Haus herum, je 5 Ellen oder 2 Meter hoch, und verband sie mit dem Haus durch Balken von Zedernholz. Und es geschah des Herrn Wort zu Salomo, so sei es mit dem Hause, das du baust. Wirst du in meinen Satzungen wandeln und nach meinen Rechten tun und alle meine Gebote halten und in ihnen wandeln, so will ich mein Wort an dir wahrmachen, das ich deinem Vater David gegeben habe, und will wohnen unter Israel und will mein Volk Israel nicht verlassen. Und Salomo baute das Haus und vollendete es. Und er baute 9 Meter von der Rückseite des Hauses entfernt eine Wand aus zedernen Brettern zum Boden bis an die Decke und baute so im Inneren einen Raum, das Allerheiligste. Die Tempelhalle vor dem Allerheiligsten
war 40 Ellen lang, also 18 Meter. Innen war das ganze Haus lauter Zederholz mit geschnitzten Früchten und Blumenwerk, sodass man keinen Stein sah. Das Allerheiligste machte er im Inneren des Hauses, damit man die Lade des Bundes des Herrn dahinstellte. Und vor dem Allerheiligsten, das 9 Meter lang, 9 Meter breit und 9 Meter hoch war und überzogen mit lauterem Gold, überzog er auch das Altar aus Zedernholz. Und Salomo überzog das Haus innen mit lauterem Gold und zog goldene Riegel vor dem Allerheiligsten her, das er mit Gold überzogen hatte, so dass das ganze Haus ganz mit Gold überzogen war. Dazu erzog er auch den ganzen Altar vor dem Allerheiligsten mit Gold. Er machte im Allerheiligsten 2 Cherubim, 4,6 Meter hoch von Ölbaumholz. 2 Meter hatte ein Flügel eines jeden Cherubs, sodass 4,6 Meter waren von dem Ende seines einen Flügels bis zum Ende seines anderen Flügels. Und so hatte auch der andere Cherub 4,6 und beide Cherubim hatten dasselbe Maß und dieselbe Gestalt. Auch war jeder Cherub 4,6 Meter hoch. Und er stellte die Cherubim mitten ins Allerheiligste, und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus, sodass ihre Flügel des einen Cherubs die eine Wand berührte und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte. Aber in der Mitte berührte ein Flügel den anderen. Und er überzog die Cherubim mit Gold. An allen Wänden des Hauses ließ er ringsum Schnitzwerk machen von Cherubim, Palmen und Blumenwerk, innen und außen. Auch überzog er innen und außen den Boden mit Goldblech. Schuh, sollten wir unsere Kirche auch so schmücken? Gold überall, an den Wänden, an den Mauern, große Engel, 4,6 Meter breit und 4,6 Meter hoch. Ich bin sehr schlecht mit Einschätzen, aber 4,6 Meter ist schon sicher hier oben irgendwo. Alles wurde von Gold überzogen. Alles war hübsch und erstaunlich schön. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte eigentlich nie geahnt, wie groß diese Engel waren. Es ist aber auch erstaunlich, wie viel Detail in die Tempelbaupläne war. Der Tempel wurde nach den genauen Bauplänen gebaut, die Gott David gab. In 1. Chronik 28 hören wir, dass der Heilige Geist David Baupläne gab, wie man den Tempel baut. Und David gab seinen Sohn Salomo diese Baupläne, weil Gott wollte, dass Salomo den Tempel baute. Die Einzelheiten des Tempels waren Gott sehr wichtig. Gott plante ein sehr majestätisches Gebäude, weil es ihn repräsentierte. Gott plante, dass die innerste Kammer für heilig gehalten werden sollte, weil er Gott dort einziehen würde. Und während man die genauen Pläne durchliest, merkt man, wie vorsichtig Gott den Bau des Tempels vorbereitet hat, als Symbol des neuen Tempels, der in das Neue Testament offenbart werden soll. Der Tempel war ein Muster, ein Symbol, ein Pattern für das Nächste. Und wisst ihr, wo dieser Tempel ist? Das Neue? Das werden wir aber gleich ausfinden. In der Bibel verwendete Gott immer wieder Muster, Patterns, überall in der Bibel, um uns auf die Zukunft zu weisen, zu zeigen. Und oft ging es über Jesus. Adam war ein Muster für Christus. Das findet man in Römer 5, Vers 14. Noah war ein anderes Muster von Christus. Die Menschheit wurde durch einen Mann gerettet. Josef ist auch ein anderes Muster, das auf Jesus weist. Josef wurde von seinen Brüdern betrogen, als sie ihn an die Ismaeliten verkauft haben. Jesus wurde von seinen Jüngern betrogen und verkauft für 30 Silbergroschen. Josef wurde verkauft. Josef wurde beschuldigt und fälschlicherweise verurteilt,
genauso auch Jesus. Durch Josefs Leiden konnte Gott Josef vor dem Pharao bringen, den ihn erhört hat. Und durch dessen Erhöhung Gott ganz Ägypten retten konnte. Genauso mit Jesus. Er musste auch fälschlicherweise beschuldigt werden, sodass er auch zur Stelle gebracht werden konnte, wo er erhört wurde, auf dem Kreuz, auf Golgatha. Und durch ihn wurden wir auch gerettet. Es gibt viele Beispiele in der Bibel von verschiedenen Mustern über Jesus. Der Ziegenbock mit Abraham und Isaac. Der Ziegenbock war plötzlich da, wo Abraham seinen Sohn geopfert hat. Das Passafest, bei dem Blut des Lammes auf die Türenrahmen gemalt wurde, ist auch ein Muster für Jesus. Wir sind durch Jesu Blut gerettet. Der Tempel im Alten Testament ist ein Muster für das Neue. In unserem Predigttext haben wir eine Beschreibung des Tempels, den Salomo 7 Jahre bauen ließ. Es hat eine lange Zeit gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange es genommen hat, diese Kirche zu bauen. Aber ich denke, wohl nicht 7 Jahre. Sie haben es wunderbar gebaut. Sie haben es so gut, sie es tun konnten, gebaut. Jedes Stein, da war kein Hammer in Jerusalem. Alles wurde außerhalb gehauen und vorbereitet. Und dann wurde es reingebracht und perfekt zusammengebaut. Aber habt ihr schon geraten, wo dieser neue Tempel ist? Ja, der Tempel wurde zerstört und neu gebaut und dann wieder zerstört in 70 nach Christus. Und die Juden wollen immer wieder ihr Tempel bauen, sodass der Heiland, dass der Messias kommt. Aber er ist ja schon gekommen. Und Jesus sprach im Neuen Testament, ich werde diesen Tempel in 3 Tagen zerstören und in 3 Tagen wieder neu aufrichten. Du bist es. Du bist sein Tempel. Gott zieht in unsere Herzen hinein und er wohnt in euch. Wenn du glaubst, dass Jesus der Heiland ist, wohnt er in dein Herz. Ich denke jetzt an, wie sie diesen Tempel vorbereitet haben. Es muss unendlich viel gekostet haben, es zu bauen. Es hat viele Bauleute und Artisans gebraucht, um es zu bauen. Und sie haben ihr Bestes getan, weil es Gott repräsentierte und Gott darin wohnen sollte. Und Gott wohnt in uns. Das bringt schon gleich so ein paar Fragen bei mir hoch. Ich bin kein perfekter Tempel für Gott. Und ich nehme an, wenn ihr euch selber auch angucken würdet, würdet ihr auch das Gleiche sagen über euch selbst. Wenn man in ein Haus reinzieht und es ist schmutzig, will man es säubern. Man will selber nicht in ein Haus wohnen, wo es schmutzig ist oder voll Rubbish ist oder kaputt ist. Man will es reparieren. Und oft sehen wir uns selbst auch so. Wir sind voll Rubbish. Wir sind schmutzig. Wir sind schuldig. Wir sind unwürdig. Und die Wahrheit ist, ja, manchmal sind wir. Jede von uns hat dunkle Ecken. Jede von uns hat Sachen getan oder gesagt oder immer noch. Und eigentlich sollte Gott nicht in uns wohnen. Und dennoch tut er es. Wisst ihr, was es Gott gekostet hat, uns zu kaufen, sein Leben, für dich. Er hat sein Leben gegeben für dich.
So kostbar bist du in Gottes Augen. Für dich. Du gehörst ihm. Du bist dein Kind. Und da kann man eigentlich nur Gott danken. Man kann nur Gott danken, dass er, obwohl er weiß genau, was in uns ist, uns akzeptiert und uns nie verlässt. Dafür kann ich Gott nur danken, weil er hätte das für mich schon lange her tun sollen und immer wieder. Und ich nehme an, ihr würdet auch damit einstimmen für euch selbst. Und dennoch hören wir immer diese Botschaft: Du bist mein. Ich hab dich lieb. Ich werde dich nicht verlassen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Es ist kein Zufall, dass du geboren worden bist. Du bist kein Zufall. Gott hat jeden von uns mutwillig geschaffen. Mit unseren Stärken, aber auch unsere Schwachheiten, unsere Schwächen. Und er will mit uns einen Weg gehen, wo er uns hilft, diese Wohnung umzubauen, neu zu dekorieren, sauber zu machen, sodass es mehr und mehr eine Wohnung ist, die ihn repräsentiert, eine Kirche, ein Tempel, ein Schlafzimmer für die Kinder, dass es so aussieht, wie er es haben will, sodass, wenn Leute da besuchen, sie ihn sehen. Da muss man immer nur wieder sagen: Gott, sei mir gnädig, denn Leute sehen nicht immer deine Arbeit und deine Liebe und deine Werte in meinem Geist. Das Wunderbare ist, unser Herr ist geduldig und barmherzig und von großer Güte. Und er wird mit uns gehen. Aber die Herausforderung für uns ist, ihn hereinzulassen. Und ihm die Macht zu geben, um mit uns zu machen, was er will. Und es tut manchmal weh. Manchmal wird Gott da tief reingraben, genau wo wir nicht hingehen wollen. Und er macht das durch seine Bibel oder durch Freunde oder durch Mitglieder hier. Und das kann manchmal wehtun. Aber wir sollen ihm vertrauen und mit ihm gehen. Und unterwegs lernt man sich selber besser kennen. Und man wird auch befreit. Schritt für Schritt geht Gott mit uns, und er, wenn wir es ihm erlauben und ihm nachfolgen, bringt er uns zu Menschen und zu Stellen, die uns segnen, die uns herausfordern, bringt er uns zu Zeiten voller Segen und Freude, aber er bringt uns auch manchmal durch dunkle Täler, wo wir nicht die andere Seite sehen. Dass wir immer wieder lernen, auf ihn zu vertrauen und ihm das abzugeben, das eigentlich nicht da gehört. Und unterwegs geht unser lieber Vater mit uns. Was steckt bei euch inwendig? Was ist da? Ist da etwas, wo Gott dran arbeiten will und man will nicht? Man hat Angst. Womit ist Gott gerade beschäftigt bei dir? Erlaube ihm, das zu tun.
weil der Herr weiß, was gut ist. Er hat euch lieb. Und er will für dich das Beste. Es ist nicht nur schwer und hässlich und grausam und hoffnungslos. Nein, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und er will uns Hoffnung schenken. Lasst uns beten. Liebe Vater, danke, dass du so geduldig und barmherzig bist mit uns. Danke für deine unendliche, bedingungslose Liebe, denn jeden von uns hat gesündigt, sündigt und wird noch sündigen. Jede von uns trägt dunkle Schatten, die uns verletzen. Und Herr, du willst uns befreien. Danke für einfach, wer du bist. Du bist unendlich gut und heilig und volle Liebe und Güte. Und wir können einfach nur sagen, danke für alles. Und schenke uns Kraft und Vertrauen, um dir die Macht zu geben, zu tun, was du willst. In Jesu Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
muss ganz ehrlich sein, die Melodie habe ich noch nie gehört. Man lernt immer wieder was. Danke. Lasst uns beten. Herr, lieber Gott, danke, dass du uns so reichlich segnest. Himmlischer Vater, danke, dass du mit uns gehst und wir können einfach nur Danke sagen. Und das ist, deswegen heißt dies ja auch Dankopfer. Himmlischer Vater, lass dies ein Segen sein. Hier in deiner Arbeit, in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns deine Gnade erweist durch die Liebe, die du zu deiner Schöpfung und uns Menschen hegst. Wir bitten dich, lass uns Gemeinde sein, so wie du es von uns erwartest. Hilf uns, dass wir einander beistehen, wenn Menschen in Not geraten sind, hier oder in der Ferne. Lenke unseren Blick weg von uns selbst zu denen, die unseren Beistand und unsere Hilfe brauchen. Und lass nicht zu, dass die Sorge um uns selbst über allem anderen steht. Hilf uns, dass wir einander vergeben, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Lass uns erkennen, dass Schuld nicht erst dann beginnt, wenn wir die Hand gegen einen anderen erheben. Gib uns den Mut auszusprechen, was wir lieber nicht aussprechen wollen, und mache uns bereit zu vergeben, wenn wir darum gebeten werden. Hilf uns, dass wir einander das Heil zu sprechen, das von dir kommt. Damit heil wird, was geschunden und zerbrochen ist. Damit Leben lebenswert wird. Damit offenbar wird, der Tod hat keine Macht über uns. Wir rufen dich an in der Stille und bringen jetzt vor dich, was uns bewegt. Herr, danke, dass du unsere Gebete hörst. Wir brauchen sie nicht erst auszusprechen. Du hörst unsere Gedanken, unsere Herzen. Herr, wir sind nicht nur berufen worden, um hier allein Gemeinde zu sein, sondern in der Welt. Und wir beten, Herr, für alle, die krank sind oder einsam, alle, die mit Hoffnung, mit ohne Hoffnung wach werden. Herr, liebe Gott, wir beten für alle, die keine Arbeit haben oder Essen zu Hause. Wir beten, himmlischer Vater, für Hoffnung und Freude. Herr, wir beten auch für dieses Land. Wir brauchen deine Hilfe, von Loadshedding bis die Ökonomie, bis unsere Wege. Wir brauchen Hilfe mit unserer Leiterschaft. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir beten aber auch für die ganze Welt. Es gibt so viel Tod und Elend, Krieg und Streit um Macht und Geld. Es gibt so viele böse Leute, die nur einen anderen verletzen. Himmlischer Vater, wir beten, dass du uns hilfst, zu helfen, wo wir helfen können, aber auch, dass da einfach Frieden ist in dieser Welt. Herr, du bist unsere Hoffnung, unsere Stärke. Dir sei Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt zusammen, Schaffe in mir Gott.
lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, Herr, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken. Du, Gott Vater, hast uns erschaffen durch dein lebendiges Wort. Du hast uns erlöst durch Leben, Tod und Auferstehung deines Sohnes und durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Heiligen berufen. Wir beten dich an, ewiger Gott, das Geheimnis deiner Dreifaltigkeit. Dich preisen die Scharen des Himmels mit einem helligen Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab es ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Es ist alles bereit. Kommt und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
bitte reicht euch die Hände als Symbol der Gemeinschaft. Jesaja 65, Vers 18 sagt dieses: Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. So stärke und bewahre euch das Blut, der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Bitte alle, die gerne Abendmahl in ihre Kirchenbänke feiern wollen, zu stehen, wenn es geht. Zu jedem von euch spreche ich die Worte: Nimm hin und iss, Christi Leib für dich gegeben. Zu jedem von euch spreche ich die Worte: Nimm hin und trink, Christi Blut für euch vergossen. Christi Blut für dich vergossen. In Philipper 2, Vers 13 hören wir eine sehr bedeutungsvolle Wahrheit. Gott ist, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott ist, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Möge der Herr uns Kraft dazu geben, beides zu wollen und zu vollbringen. So stärke und bewahre euch der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr sei mit euch. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Halleluja. Lasst uns beten. Lieber Jesus, danke für was du uns gerade geschenkt hast. Du hast uns eingeladen zu deinem Tisch. Wir haben empfangen dein Leib und dein Blut, ein Geheimnis, das man nur im Glauben annehmen kann. Und Herr, du hast eingeladen, kommt her zu mir. Und alle, die dein Leib anerkennen, deine Kinder, deine Kirche anerkennen, dürfen mitmachen, dürfen nehmen. Und Herr, darin erkennen wir immer wieder, dass wir Teil deiner Kirche sind. Wir sind Mitglieder, zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern, und du bist der Haupt. Herr, danke, dass du uns begleitest. In Jesu Namen. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Ihr dürft euch setzen, wir singen jetzt gleich das Schlusslied 171 und wir ab jetzt Juli wollen wir was Neues beginnen. Also nach jedem Gottesdienst ist da jetzt eine Möglichkeit, wenn man einfach Gebet braucht. Da ist vielleicht jemand, den du auf dem Herzen hast, ein Familienglied, der krank ist oder die krank ist oder etwas für dich selbst, wo man einfach Gebet braucht. Hat man jetzt die Möglichkeit, das zu machen? Also da nach alle raus sind, im Mutterzimmer kann man da hingehen und da wird immer jemand sein, jeden Sonntag, wo man dann einfach beten kann. Und ich will euch gerne einladen, wenn ihr das braucht, könnt ihr das heute auch gebrauchen oder davon benutzt machen. Wir singen jetzt das Schlusslied, Bewahre uns Gott.